http://youtube.com/user/laswillenhautindietastenjungs. Cool. Offscreen, hä? Snapuras, bis jetzt habe ich solche Videos immer für Fälschungen gehalten, aber das hier ist, glaube ich, wirklich echt. Und ein Leben lang war ich Skeptiker. Orgmann, Snapuras. Luo unterspricht Ziffer, Luo hat folgendes geschrieben, haut in die Tasche Jungs, da schaue ihr lieber Aspirin-Brause-Tablette im Wasserglas, Bäume sterben zu. Reinback, Luo unterspricht Ziffer hat folgendes geschrieben, da schaue ihr lieber eine Aspirin-Brause-Tablette im Wasserglas, Bäume sterben zu. Gibt's dazu einen YouTube-Link? Luo unterspricht Ziffer. Reinback hat folgendes geschrieben, Lua unterstrich Ziffer hat folgendes geschrieben, da schaue ihr lieber Aspirin-Brause-Tablette im Wasserglas beim Sterbe zu. Gibt's dazu ein YouTube-Link? Zes, Mörkulbau, hab die Gjordodol vergesse, wird schnellstes noch geliefert, wenn Moment. Tomic, Jungs, ihr verkennt den künstlerischen Wert des Films. Bevor die Außerirdischen landen, hatten sie Paris bereits vergittert. Das nennt man, vielleicht Rasterkunst? Gut, sorry, ich finde es ist ein Video, was unnötig Platz auf den Servern verbraucht. Selbst wenn man auf diese Gitteridee kommen sollte, man denkt zuerst, dass es ein Bild ist mit miserabler Qualität, Klammer auf was es auch war, Klammer zu, und einem total schlechten UFO. Sorry, man hätte es künstlerisch wertvoll machen können, man hätte Malereien, Klammer auf Paris, Klammer zu, gegen ein mit Bleistift gezeichneten UFO antreten lassen können. Oder eben mehr aus dem Gitter machen. Vielleicht am besten noch vorher ein passendes Bildformat wählen, um bestimmte wichtige Dinge im goldenen Schnitt anzudeuten. Aber so. Ne, lass man. Löwen-Ziffer, Breinbach hat folgendes geschrieben. Löwen-Ziffer hat folgendes geschrieben. Da schäle ich lieber eine Aspirin-Brause-Tablette im Wasserglas beim Sterben zu. Gibt's dazu einen YouTube-Link? Jetzt nü http://www.youtube.com/watch-vergleich-whulwlgbgö wie versprochen. Natürlich werde ich über eine ausgiebige und fundierte Kritik oder Bewertung sehr freuen. Mr. Green, Lu-Ziffer hat folgendes geschrieben, natürlich würde ich mich über eine ausgiebige und fundierte Kritik oder Bewertung sehr freuen. Wenn da jetzt noch ein kleiner Eisbär um sein Leben bangen würde, hätte Al Gore seine wahre Freude daran. Gut, ich hatte den Lauking vergessen. McFly, Ilm Gonenbochen, Mr. Green. Gut, schöne Farbgebung, ein Klasse ohne Sod, alles hat auch einmal geklappt. Gut, am Anfang war's ja das Reinfinden in den Film, deshalb wohl die kurz ansonsten fetter Film, jetzt fehlen nur noch alle Regenbogenfarben ähnlichen Tabletten, dann haben wir's. Schöner Film, besonders die ruhige Musik. Ein Knaller, ein Strudler, gut. Snapurazlu unterstrich Ziffer hat folgendes geschrieben, Breinbach hat folgendes geschrieben, Lu unterstrich Ziffer hat folgendes geschrieben, da schaue ich lieber eine Aspirin-Brause-Tablette im Wasserglas beim Sterben zu. Gibt's dazu einen YouTuber-Link? Jetzt ja, http://www.youtube.com/watch-v=wlwlkpqgo wie versprochen. Natürlich würde ich mich über eine ausgiebige und fundierte Kritik oder Bewertung sehr freuen. Mr. Green, ach Lu, das hast du sehr schön gemacht. Ist ja das erste Werk, das du hier zur Schau stellst. Für mich ist es ein kleines Meisterwerk, wenn nicht sogar die Wiederbelebung des Klammer auf kurz Klammer zu filmischen Epos. Atmosphärische Dichte wie bei Kubricks 2001 vermischt mit den schnellen Schnitten der MTV-Generation. Respekt. Es wirkt noch nach. Und meine Kopfschmerzen vom Saufen sind auch weg. Lars Willen, schau hin und lerne. Hochachtungsvoll. Snapuras, Zitat, natürlich würde ich mich über eine ausgiebige und fundierte Kritik oder Bewertung sehr freuen, sehr schön wie das Wasser nach dieser intensiven Trübung wieder klar wird und die Tablette, verträumte Ründen auf der Wasseroberfläche tritt. Smilumpf G. David. Frank R. Lauking gut ab. Frank R., übrigens, was macht die True Shot-Verfilmung?